Freundliche neue Bildschirme, vereinfachte Menüs und einiges mehr. Entdecken Sie das frische, effiziente Design von Windows XP. Lernen Sie die wichtigsten Aufgaben und grundlegenden Befehle kennen. Der Windows Desktop. Windows XP ist einfach zu bedienen. Als erstes sehen Sie den großen farbigen Bereich auf dem Bildschirm, der als Desktop bezeichnet wird. Sowie das schmale Band am unteren Bildschirmrand, das Taskleiste genannt wird. Alles, was Sie auf Ihrem Computer machen können, erscheint in Rahmen, die als Fenster bezeichnet werden. Sie können so viele Fenster gleichzeitig öffnen, wie Sie möchten. Und Ihre Größe anpassen. Sie verschieben oder in beliebiger Reihenfolge übereinander anordnen. Symbole. Die kleinen Bilder, die Sie auf dem Desktop sehen, werden Symbole genannt. Stellen Sie sich die Symbole als Türen zu den Dateien und Programmen vor, die auf Ihrem Computer gespeichert sind. Platzieren Sie den Mauszeiger über einem Symbol. Es wird nun Text angezeigt, der den Namen oder den Inhalt des Symbols angibt. Zum Öffnen der Datei oder des Programms doppelklicken Sie auf das Symbol. Über Verknüpfungssymbole, die an einem kleinen Pfeil in der linken unteren Ecke zu erkennen sind, können Sie auf Programme, Dateien, Ordner, Laufwerke, Webseiten, Drucker und sogar auf andere Computer zugreifen. Da Desktop-Verknüpfungen lediglich einen Link zu diesen Dateien oder Geräten bereitstellen, können Sie deren Symbole hinzufügen oder löschen, ohne dass sich dies auf die eigentlichen Programme oder Dateien auswirkt. Beim ersten Starten von Windows XP sehen Sie nur ein einziges Symbol. Den Papierkorb, in den Sie Dateien verschieben können, die Sie von Ihrem Computer löschen möchten. Taskleiste. Immer wenn Sie ein Fenster öffnen, wird in der Taskleiste eine Schaltfläche angezeigt, die dieses Fenster repräsentiert. Und sie verschwindet wieder, wenn Sie ein Fenster schließen. Die Taskleiste enthält darüber hinaus die Schaltfläche Start sowie den Infobereich, in dem Sie die Uhr finden. Dort können auch zeitweise weitere Schaltflächen angezeigt werden, die den Status ablaufender Vorgänge anzeigen. So erscheint zum Beispiel die Druckerschaltfläche, wenn Sie eine Datei an den Drucker schicken, und verschwindet wieder, wenn der Druckvorgang abgeschlossen wurde. Sie werden ebenfalls an dieser Stelle erinnert, wenn neue Windows-Updates zum Download auf der Microsoft-Website zur Verfügung stehen. Windows XP hält die Taskleiste in aufgeräumtem Zustand, in dem Schaltflächen zusammengefasst werden, wenn zu viele zusammenkommen. So werden beispielsweise Schaltflächen, die einzelne E-Mails darstellen, automatisch unter einer einzigen E-Mail-Schaltfläche gruppiert. Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie bequem eine bestimmte E-Mail aus einem Menü auswählen. Startmenü. Das Startmenü wurde automatisch angezeigt, als Sie Windows XP zum ersten Mal ausgeführt haben. Sie können jederzeit zum Startmenü zurückkehren, indem Sie auf der Taskleiste auf die Schaltfläche Start klicken. Das Startmenü hält alles Notwendige bereit für Sie, um mit dem Einsatz von Windows zu beginnen. Sie können Programme starten, Dateien öffnen, sicherheitsrelevante administrative Einstellungen gewährleisten, dass Ihr System sicher, geschützt und privat bleibt. Der linke Bereich des Startmenüs wird mit Verknüpfungen mit den Programmen aktualisiert, die Sie am häufigsten verwenden. Links oben finden Sie feststehende Elemente, Verknüpfungen mit Objekten wie Ihrem Internetbrowser oder Ihrem E-Mail-Programm. Dateien und Ordner. Ihr Computer ist wie ein Schreibtisch mit Schubladen aufgebaut. Jedes Arbeitsstück bzw. jede Datei kann in einem Ordner gespeichert werden.
Windows XP erleichtert das Speichern von Dateien an den Orten, wo es am sinnvollsten ist. Legen Sie Text-, Bild- und Musikdateien in den Ordner mit Namen Eigene Dateien, Eigene Bilder und Eigene Musik ab. Hier werden Ihnen auch bequeme Verknüpfungen mit Aufgaben angeboten, die Sie häufig durchführen werden. Fenster. Fenster zeigen den Inhalt von Dateien und Programmen an. Das Arbeiten mit Fenstern ist einfach, wenn Sie mit den Grundlagen vertraut sind. Der Name eines Fensters erscheint ganz oben in der Titelleiste. Minimieren Sie ein Fenster, um es zu einer Schaltfläche auf der Taskleiste schrumpfen zu lassen. Maximieren Sie ein Fenster, damit es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Oder stellen Sie es in seiner Originalgröße wieder her. Stöbern Sie innerhalb eines Fensters durch die Menüs, um sich mit den verschiedenen Befehlen und Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, vertraut zu machen. Haben Sie den gewünschten Befehl gefunden, klicken Sie einfach darauf. Benötigt ein Programm Informationen von Ihnen, bevor es einen Befehl ausführen kann, wird ein Dialogfeld angezeigt. Zum Eingeben von Informationen können Sie klicken und Text eingeben. Passt der Inhalt Ihrer Datei nicht vollständig in das Fenster? Können Sie innerhalb des Fensters einfach einen Bildlauf durchführen, um den Inhalt aufwärts, abwärts oder seitwärts zu bewegen? Oder Sie ziehen den Inhalt in die Ansicht. Systemsteuerung. Das Anpassen Ihrer Computereinstellungen ist mit der Systemsteuerung von Windows XP ein Kinderspiel. Öffnen Sie sie einfach aus dem Startmenü heraus. Hier können Sie das Aussehen und Verhalten von Windows XP verändern, Programme hinzufügen und entfernen oder zusätzliche Hardware und Netzwerkverbindungen einrichten, sowie Benutzerkonten und vieles mehr. Beenden Ihre Sitzung. Wenn Sie Ihre Windows-Sitzung unterbrechen und jemand anderen den Computer benutzen lassen wollen, wechseln Sie in das Startmenü. Dort können Sie sich abmelden und zwischen Benutzern wechseln. Wenn alle fertig sind, können Sie den Computer ausschalten. Bei der nächsten Anmeldung wird Ihnen als erstes der Begrüßungsbildschirm angezeigt. Klicken Sie einfach auf Ihren Namen. Geben Sie Ihr Kennwort ein, wenn Sie über eins verfügen, und schon sind Sie zurück an Ihrem Windows-Desktop.